Ein Mops kam in die Küche und stahl dem Koch die Schau. Herzlich willkommen bei Olaf Kocht. Heute kochen wir ein Niederlausitzer Krautfleisch nach einem alten Rezept von meinem Urgroßvater. Aber als erstes möchten wir die letzte Sendung auswerten. Da ging es um das Würzfleisch. Die vielen Leserzuschriften, die uns dazu erreichten, lassen uns diese Sendung etwas besser vorbereiten. Es ging viel zu viel spontan, was heute bestens vorbereitet ist. Wir werden deshalb als erstes das Preisausschreiben bzw. das Rätsel aus der letzten Sendung. Was war der Fehler? Der Fehler war nicht die zwei nackten Mädchen, die am Ende das Würzfleisch serviert haben. Nein, der Fehler war, wie unsere Leser richtig erkannt hatten, die Flasche Würzfleisch. Sowas kommt in Mitteleuropa gar nicht vor. So, aus den vielen, vielen Einsendern haben wir den Sieger ermittelt. Das ist der Herr Martin Pumphut. Das ist der Wirt des Gretscham in Obergersdorf. Er bekommt von mir eine Tantra-Massage. Gratulieren wir ihm. So. Und jetzt wollen wir eigentlich wirklich ganz schnell anfangen mit Kochen. Aber schauen Sie, was vorher geschah. Einmal Möpse in der Küche, wird man sie ganz schwer wieder los. Aber kommen wir jetzt zu der Geschichte des Niederlausitzer Krautfleisches. Es ist eine Weiterentwicklung des westslawischen Salzkrautes. Als die Slawen vertrieben wurden, kamen die Lausitzer und sie brachten ihre Schweine mit. Und so wurden in den verlassenen Häusern die Krautfässer mit dem Salz gefunden und dann einfach das Schwein mit dazu getan. Nein, wir erklären Ihnen das heute richtig. Also, wir kochen heute ein Niederlausitzer Krautfleisch. Dazu brauchen wir einen Weißkrautkohlkopf. Merken wir uns das? Und ein Schwein. Wer pfeift denn da? Das Schwein? Oh, Entschuldigung. Ein Schwein. Oh je, wieder keins. Ein Schwein. So, achso, erkläre ich dazu. Das Weißkrautkohlköpfchen wird in kleine Streifen geschnitten. Das heißt, das brauchen wir im Ganzen. Das Schwein nicht im Ganzen. Dann nehmen wir einfach einen Kasslerkamm, okay? Der Weißkrautkohlkopf wird in Streifen geschnitten. Dann mit Essig und Öl angesetzt, dann ist es ein Krautsalat oder man schmeißt Salz drauf, dann ist es Sauerkraut. Beides habe ich schon mal vorbereitet. Das Weißkraut selbst gemacht.
und in einem Topf angesetzt mit Wasser. Etwas Wurzelwerk ist noch mit drin, das gibt ein bisschen Geschmack. Das Sauerkraut, ich bevorzuge ganz frisches Sauerkraut aus dem Gemüseladen nebenan. Das sieht dann so aus. Ja, ich zeige Ihnen das dann nochmal im Detail. Sieht sauer aus. Merken Sie es, wenn ich esse, kann ich nicht lachen. Als nächstes nehmen wir uns ein Stück Speck und schneiden es in kleine Würfel. Das habe ich schon mal vorbereitet. Ja, kleine Würfel. Zieht sich. Na. Den lassen wir in der Pfanne aus und geben das ganz frisch gemachte Sauerkraut dazu. Die Tüte dann natürlich in die gelbe Tonne, weil sie ist ja sauer. Sondern grundsätzlich etwas aus Holz oder Plastik oder die Finger. In der Zwischenzeit nehmen wir uns ein, Sie stellen sich vor, jetzt hier so ein Stück Kassler, legen es auf dieses Brett und schneiden es in kleine Würfel. Das habe ich übrigens schon mal vorbereitet. Kleine Würfel. In kleine Würfel. Den Trick mit den Zwiebeln. Man nimmt eine Zwiebel, schält sie, schneidet sie und stellt sie auf den Schnitt. Aufgrund der langen Vorbereitungszeit habe ich jetzt Pause. Sie können gleich weiterschauen. So schlimm schmeckt es gar nicht. Okay, das Weißkraut kocht jetzt so vor sich hin. Wir werden uns jetzt um das Sauerkraut kümmern. Sie können sich an den Großvater erinnern? Der hatte auch eine Frau. Das war die Großmutter. Man hat immer eine Prise Zucker ans Sauerkraut gemacht. Damit sich die nachfolgenden Sendungen nur wenig verspäten, erhöhen wir jetzt die Power und nehmen die große Flamme. Unter uns, der Regisseur hat gesagt, ich soll die Pfanne mehr in den Vordergrund rücken und mich etwas zurücknehmen.
Wiederholung ist die Würze im Fernsehgeschäft. Deswegen wiederholen wir jetzt den Witz aus Folge 42. Das zieht sich hier. Ich greife zum Bier. Hier spricht wieder die Großmutter. Erst wenn sie das sichere Gefühl haben, dass eigentlich kein Wasser mehr in dem Kraut sein kann, dann nehmen sie das Fleisch, Kasslerkamm, schön fettig auch noch ein bisschen, und wir haben es in kleine Würfel geschnitten, das suche ich jetzt nicht nochmal, und füllen das auf. Der kleine Würfel ist von der Seite. Die meisten glauben, ich trinke das Bier, weil ich es brauche. Nein, es gehört zum Essen. Oh, ich hätte es in die Pfanne schütten müssen. Aber das verraten wir heute mal keinem. Die Regie sagt gerade, ich muss das auch in die Pfanne schütten, sonst klappt das Rezept nicht. Ey, du Pfanne und ich, trink mal noch ein Bier. Wir trinken noch ein Bier. Fortsetzung folgt. Folge wird fortgesetzt. Kommen wir jetzt zu dem Kellnerwitz. Der Großvater zur Großmutter: Oma, das Bier ist alle. Antwortet die Oma natürlich: Ja, jetzt müssen die Zwiebeln rein. Wir nehmen die Zwiebeln. Okay, Regisseur meint, Pfanne im Vordergrund, ich im Hintergrund. Das ist das, was hat man gesagt, Niederlausitzer Krautfleisch. Noch nicht ganz fertig. Wenn der Topf aber nun ein Loch hat, lieber Heinrich, wenn der Topf aber nun ein Loch hat, lieber Heinrich, was dann? Mach zu, liebe, liebe Liese, mach zu. Das war falsch, mach den Topf einfach leer. Sie sehen selbst,
Wie soll ich sagen, es wird etwas dauern und wir brauchen einen neuen Spruch. Das Ziehen zieht nicht mehr. Also, wer dem Koch das Bier verwehrt, der steht selber bald am Herd. Tschüss. Ja, okay. Die Regie meint, der Krautanteil überwiegt. Das muss man ändern. Also, wir haben noch irgendwelche Reste im Kühlschrank. Die holen wir jetzt. Schauen wir mal, was wir da haben. Hey, guck, ein Stück von Kassler. Eine Rindslende, ausgereift. Oh, die rutscht aber durch die Hände da. Eine leere Tüte. Und jetzt kommt's. Das bringt den Geschmack. Na, raten Sie. Ein nur leicht verschimmelter Löbtauer. Schimmel ist für Kinder empfindlich, umgedreht. Ja, der Schimmel verträgt die Kinder. Das Ganze schneiden wir jetzt in kleine Teile. Dazu nehmen wir die Wurst und schneiden sie mal längs durch. Und dann nochmal quer durch. Gehen wir mal an diesen Vorgang, werden wir jetzt filmisch beschleunigen. Ich weiß, es ist lange her, es war der Anfang des Films. Kleine Würfel. Okay, einige werden jetzt sagen, was ist ein Würfel? Ich würde sagen, ein großes schwarzes Loch. So, damit bekämpfen wir jetzt den überhohen Krautanteil in unserem Krautfleisch. Während sich das Essen jetzt zum Positiven entwickelt, werden Sie festgestellt haben, die Herstellung des Niederlausitzer Krautfleisches
ist anspruchsvoll. Den Geschmack prüfen wir später. Aber jetzt kommen wir mal kurz zur Geschichte des Ganzen. Warum gibt es dieses Kramfleisch? Weil ich es gemacht habe. Das ist nicht die Frage. Aber wie ist die historische Entwicklung? Wir hatten angefangen bei den geflüchteten Slawen. Später sind wir zu den Lausitzern gekommen. Und da, wenn ich es mache, dieses Fleisch einen absoluten Wohlgeschmack entwickelt, wurde es damals zu einem Feieressen. Man aß die Feier, man feierte das Essen, und zwar zur Winteraustreibung. Also kurz nach Ende des Dezembers, im Anfang Januar, wollten die meisten Leute von dem Winter nichts mehr haben und feierten die sogenannte Winterverjagung in der Niederlausitz. Da damals die Vorratskammern schon relativ leer waren, blieb nicht viel übrig. Die eine Familie hatte das Sauerkraut eben mit Salz angesetzt, die andere Familie hatte eben einen Krautsalat daraus gemacht. Und der Fleischer, das ist immer der Bessere, der hat seine Reste in Salz eingelegt und daraus Kassler gemacht. Das alles zusammen gaben sie in einen großen Topf und machten ein gigantisches Feuer darunter. Deswegen ist das das Winterendverjagungsfeuer gewesen, zu dem dann die echte Niederlausitzer Kräuterhexe verbrannt wurde. Nein, das wollte ich jetzt nicht sagen, sondern es gab das Krautfleisch, das Original-Krautfleisch. Es wird jetzt noch einige Tage dauern, bis der Winter weg ist, solange muss es eben kochen. Ne? Kommen wir zu einer Wiederholung. Sag mal, kurz danach. Der nächste alte Witz. Das Salz schmeckt. So, das Niederlausitzer Krautfleisch ist jetzt fertig. Wir haben es geschafft. Das Niederlausitzer Krautfleisch ist jetzt fertig. Wieder Pfanne im Vordergrund, ich im Hintergrund. Der letzte Witz dieser Folge. Und du meinst, der Karpfen schmeckt jetzt, mein Erich? Oh nee, mein Gustav, aber die Sau!